Ich hab's. Schach? Nein, ich weiß, wieso Frau Rosenbaum keinen Geburtstag feiert. Und zwar? Weil ihr alle Leute immer abgesagt haben, wie bei dem Mann in der Geschichte. Wär möglich. Ich habe eine Idee. Wir machen eine Überraschungsparty für Frau Rosenbaum. Super Idee. Und da sprengen wir dann eine Riesentorte in die Luft. Da hat sich das mit dem Kinderheim auch geklärt. Sehr witzig. Nein, im Ernst, die wird sich super freuen. Und wen willst du da einladen? Alle möglichen Leute halt, von den Hecken und Zäunen. Die wollen sicher mitfeiern, wie in der Geschichte. Aber wir können doch nicht einfach bei ihr auftauchen und sagen, Hurra, Party, Party, jetzt wird gefeiert. Stimmt, das geht nicht. Dann feiern wir einfach hier. Hier? Ja, eine Überraschungsparty im Garten. Und du glaubst, die kommt einfach so? Wahrscheinlich nicht. Außer vielleicht, Papa schreibt dir eine harmlose Einladung zum Kaffee. Du hast da was. Wo? Mitten im Gesicht. Das ist also der neue, vernünftige Schlunz, von dem die Eltern in den höchsten Tönen erzählt haben. Sind es Ihre Münzen? Ja, weil ich nämlich außer Dienst bin. Was für ein Glück. Heute komme ich zu eurem Vater. Und außerdem bin ich nicht eure Ernährungsberaterin. Wir haben es mal wieder geschafft. Gratuliere. Man darf niemals aufgeben. Ich hab's! Jetzt bin ich aber gespannt. Die Rosenbaum, die hat sich doch so maßlos über ihre zerschrottete Katze aufgeregt. Du willst dir nicht so ein doofes Ding kaufen, oder? Doch, dann kriegt sie sich sofort wieder ein. Wie viel kostet eigentlich so ein Vieh? Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich weiß, wo es die gibt. Also das ist jetzt aber nicht richtig. Doch, geriebene Mandeln, steht doch da. Also weiter rein. Ja, aber warum denn an der Kleidung? Wegen der Elektrizität, die beim Reiben entsteht. Hä? Gibt wahrscheinlich ein besseres Aroma oder so. Bei Mama habe ich das noch nie gesehen. Die reibt die Mandeln wahrscheinlich erst, wenn wir schlafen. So, dann noch 4 Eier. Endlich mal eine richtige Mengenangabe. Die muss man vorher aufschlagen, das weiß ich. Davon steht hier nichts. Ist schon richtig so.